schönen blauen Truck, der gerade um die Kurve gefahren ist. Begrüße ich euch auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Life is Strange 2. Ich freue mich ganz gewaltig, dass das endlich da ist. Und wir legen auch direkt los. Sieht ja, der Hund, der bellt auch schon, der Hund will mitmachen unbedingt. Dann lass uns mal sehen, was uns hier Schönes erwartet. Yeah. Hört man mich überhaupt? Hallo? Hallo? Oh, ich sehe da gerade was. So. Ah, jetzt haben wir es richtig. Alles klar. Sorry, da war noch gerade ein kleiner Fehler. Oh, Sekunde. So. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles erledigt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erledigt. Ein kleiner Fehler war ja noch gerade in der Soundmatrix. Jetzt haben wir es aber. Indem du fortfährst, stimmst du unseren Datenschutzrichtlinien zu. Natürlich, ihr macht das schon. Alles gut. Wir öffnen einen neuen Speicherstand. Wähle Speicherstand 1. Hast du die Life is Strange Season 1 gespielt? Yes. Hast du Arcadia Bay geopfert? Nein. Und ja, ich habe beides getan. Ich habe man nicht geopfert. Just hier den Gamma Cursor, bis das zweite Logo kaum noch sichtbar ist. Stelle sicher, dass dein Bildschirm richtig eingestellt ist, bevor du das Gamma anpasst. Oh. Machen wir so. Und fortgefahren. Hello. Und herzlich willkommen. Life is Strange. So. Episode 1 kann jetzt gespielt werden. Folge Life is Strange auf Twitter. @LifeIsStrange. Oder Facebook. facebook.com/LifeIsStrangeGame für weitere News und Updates. Okay, danke. Das war das Spiel. Tschüss. Ach nein, natürlich nicht. Wir gehen mal kurz in die Optionen rein. Wie man spielt, gucken wir gleich. Einstellungen. Video. Gamma haben wir eingestellt. Erweiterte Einstellungen. Wir spielen in 1920x1080 im Fenster bei 60 FPS. Unsere Bildqualität ist natürlich hoch. Vertikale Synchronisation lassen wir an, weil 60 FPS ist das, was ich machen möchte. Und das bleibt auch so. So, wir haben alles, haben wir alles. Wir können das sogar noch sehr hoch stellen. Das machen wir mal. So, alles auf sehr hoch. Anwenden. Die Erhöhung der 3D-Rendering-Qualität auf über 100% kann die Leistung stark beeinträchtigen. Fortfahren? Nein, ich traue mich nicht. Na gut, machen wir 100%. Anwenden. Hat nicht gemeckert. Nicht gecrashed. Prima. Schon mal ein guter Anfang. So. Nochmal zurück. Audio Settings. Lassen wir erstmal so alles, wie es hier ist. Vielleicht muss ich noch ein bisschen nachjustieren später. Das werde ich dann sehen. Lizenzierte Musik stumm schalten. Muss ich leider machen. Muss ich leider machen. Weil ich das gesamte Let's Play hinterher ja auch bei YouTube bereitstelle. Darum. Ja. Also, Sprachen und Untertitel. Textsprache Deutsch. Untertitel an. Name des Sprechers anzeigen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Größe Untertitel normal und Hintergrund nö. So, zur Steuerung. Wildes Knopf drücken. Okay. Controller-Sensibilität, Kamera-Sensibilität, Tasten. Was denn? Haben wir schon wieder? So, laufen, Umschalt links, Entscheidung oben, R ist dort, Entscheidung unten, F ist dort. Interagieren, linke Maustaste, Kamera zentrieren, mittlere Maustaste, Rucksack öffnen, Tab-Taste, Inventar ein, ausblenden, I-Taste. Sonderansichten verlassen, rechte Maustaste, Kameraschulter wechseln, C ist dort. Und Kamera auf Daniel fokussieren. Q, wer immer Daniel auch sein mag. Pausenmenü öffnen ist die Escape-Taste.
und die Antwortmöglichkeiten ein- und ausblenden mit der Leertaste. Sekundärtasten, ja, brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass wir das merken können. Wie man spielt. Bewege dich mit Waste. Bewege die Kamera mit der Maus. Halte hoch, um zu rennen. Ach so, Shift. Zentriere die Kamera erneut mit der mittleren Maustaste. Wechsle mit C die Kamera-Position. Und das ist der Shawn, okay? Nochmal Shawn. Um mit einem Objekt zu interagieren, wähle mittlere Maustaste eine Aktion aus und führe sie mit der linken Maustaste aus. Wähle in einem Dialog mit mittlerer Maustaste eine Antwort aus und bestätige sie mit linker Maustaste. Um den Dialog während einer Interaktion ein- oder auszublenden, drücke wahrscheinlich Leertaste. Drücke Q, um dein Inventar ein- und auszublenden. Öffne deinen Rucksack mit der Tab-Taste und überprüfe deine Ziele. Drücke die rechte Maustaste, um Sonderansichten zu verlassen. Ja. Was haben wir denn bei den Extras? Mitwirkende Entscheidung, Dokument. Oh, da gibt es wieder Entscheidung. Es gibt wieder Entscheidung. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Legen wir los. Legen wir los. Episode 1. Rhodes. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. He didn't do anything. It's gonna be all right. On the ground. Alter! Was zum Teufel ist hier passiert? Was ist hier passiert? Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker.
Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen, saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? Oh, ich muss mich entscheiden. Wähle mit der mittleren Maustaste eine Antwort aus und bestätige der linken Maustaste. Ziehen oder ablehnen. Ach, komm her, ja. Ja, okay. It's Friday. Genau, ist Friday. Wir sind mal Bad Boys. Thanks for making me smoke again. Oh, then I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Ugh, stop. You're out of room, punk. Geht das so? Ah ja, alles klar. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. You wish. These fucking planes, man. I want to
I hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Hat ihn noch nicht gefriendzoned unbedingt, ne? Der ist noch nicht gefriendzoned, der Kerl. Der Sean. Was ist hier los? Hier wird gelacht. Was? Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh. Wow. Sure, but I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey, no fair. Court is in session. Judge Diaz. Presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard Tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge? The verdict, please. Mann!